Donners. Ist es das, was du gelesen hast? Ja. Ich hatte ja mal gefragt, was ist hier, warum das eigentlich jetzt halt donnert, und er meinte, das ist kein Donner, damit kündigt sich irgendwie ein Tsunami an. Naja. Ja. Das heißt, es kommt wohl noch ein Tsunami irgendwann auf. Ja, Wichser, deine Mutter hat O-Beine. Ja. Spoiler uns nicht. Aber einer hat darauf geantwortet, im Trailer wurde angeblich auch auf ein Tsunami hingewiesen. Das heißt, es wäre Ja, kein wurde auch. Tsunami, whatever. Das stimmt, das wurde es. Aber ich bin ja nicht so sicher, ob hier ein You're Tsunami doing kommt, it wrong. Achso, nee, jetzt ist Oh, warte mal, wir können hier einfach mal geradezu die alle jetzt so wegmoschen. Volle Kanne! Und Zermatsch! Fall nochmal zurück und nochmal ran. Ich glaube, die ein paar leben noch. Und die leben ja alle noch. Zermatsch. Ja, nochmal zurück, dann nochmal rauf. Wir können auch aussteigen und die so. Nein. Nein? Wir machen das jetzt so. Okay, Das weil ist du das willst. witzigste. Boom, boom, boom. Ach ja, macht das Spaß. Ich glaube, jetzt sind sie alle tot, bis auf einer. Ich steig mal aus. Ich probiere mal meine Schockdingens aus hier. Da hinten kommt einer. Alter, wie geil ist die denn? Ja, die hebe ich mir auf. Die wird immer schön repariert, ey. Oh, bloß nicht an die Leichen ran. Au! Das tut uns selbst auch weh. Aber ganz schön. Ich dachte, das wäre hygienisch, wenn man mit Warten Elektroschocks darauf, dass die. andere Spieler fortfahren? Was müssen wir machen? Ja, wir Wo müssen ist noch der? rein. Warte, ich komm rein, ich komm rein. Wo ist denn der Kreis herkommen? Ah, ich komme in den Heiligen Kreis. Jetzt haben wir das. Den LKW gar nicht reingefahren. Doch. Oh, Aufstieg, sehr schön. Ah, lecker. Ich trinke wieder schöne Berliner Weiße. Erhöht den Schaden im Betrunken, ermöglicht das Öffnen von Schlössern. Oh, das ist gut. Vielleicht sollte ich das mal lernen. Kondition erhöht die Ausdauer, ist natürlich auch gut. Plünderer, Chance, Waffen im guten Zustand zu finden. Aber ich gehe mal die Kondition erstmal ein bisschen aufleveln, glaube ich. Als nächstes so ein bisschen. Kondition kann, glaube ich, nicht schaden. Das stimmt wohl. Ach, der Hund. Falls ihr den Hund quietschen hört, achtet nicht drauf. Der vermisst gerade sein Frauchen. Der ist manchmal etwas anstrengend. Aber sonst geht's ihm gut. Wahrscheinlich müssen wir ihm jetzt Sachen bringen, damit er umbauen kann, ne? Was, dem Hund? Nee, ihm hier. Wahrscheinlich, ja. Ich nehme es Oder? mal an. Verlasse die Werkstatt oder müssen wir ihm jetzt Sachen bringen? Was hat er gesagt? Ich habe nicht Verlasse die zugehört. Werkstatt. Okay, wir sollen jetzt rausgehen. Okay, aber hier vorne ist noch Zeug. Ein Energy-Drink zum In der Beispiel. Köpfchen. Innerkörbchen! Hier vorne ist noch eine Kiste, du brauchst einen Dietrich 2 für. Komm mal her. Ich komme. Was machst du denn da jetzt? Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Was denn? Ich bin der Meinung, das schon mal gesehen zu haben. Ich nehme die Machete mal. Ich bin der Meinung. Warum hatte die Machete jetzt gegen. Warte mal. Hä? Habe ich die. Hä? So. Ich glaube, wir müssten jetzt, wenn die umbauen, hier die überleben und die Zombies abhalten. Ah. Ja. Schütze die Werkstatt, während der Mechaniker arbeitet. Das meine ich nämlich. Gut. Okay, pass auf, wir tun jetzt ein paar von den Dingern hier hin. Zum Explodieren. Ich nehme erst mal meinen Schocker in die Hand. So, die Zombies kommen, jetzt geht's los. Wir müssen jetzt überleben. Das habe ich gesehen damals bei irgendeinem Let's Play, diese Stelle. Und das war, glaube ich, gar nicht mal so unschwer. Alter. Also bisher ist hier alles immer recht easy gewesen. So. Oh, sauber. Ein Stück tot. Junge, machen die einen Krach da drinnen. Die bauen halt um. Denken die mal noch was anderes als umbauen. Oder einfach nur den Kopf abgeschnitten. Was anderes mache ich ja auch nicht mit den Leuten, ey. Dann kommt schon der nächste. Na komm, ich renne ihm mal entgegen. Na, was hältst du davon?
nochmal einfach den Kopf ab. Alter. Oh, die hat's zerfetzt. Ich esse mal einen Snack. Guck mal, wir können hier auch raufgehen. Können die uns gar nichts. Ach ja. Das ist ja eigentlich recht chillig so. Ja. Wahrscheinlich waren die anderen einfach nur Noobs. So, tot. Ja, bleibe wachsam bis dem. Achso, nee, okay, es kommen wohl noch welche. Muss herkommen. Ja, bin schon da. Praktisch Schwelle 2 kommt jetzt wahrscheinlich. Achso, nee, wir sind fertig. Das. Ach. Oh. Wow. Das ging aber zügig. Ich guck dir mal den Wagen an. Alter Falter. Die ganzen Dornen. Alter, nicht schlecht. Das nenne ich Auto. Ich bin Fahrer. Ja, das Ding mache ich lieber nicht kaputt, glaube ich. Hey, there's one more thing. My daughter can't stay here. What? Soon I won't be in my right mind. I don't want to hurt her. We'll take her to the lifeguard. He can't protect her. Not like you can. I want you to take her. Sorry, Bubba. No way. Hey. Is this what you need? Then give me what I need. Wir können ihn noch einfach umbringen. I'm not going anywhere. Stimmt. No, honey, listen to me. You have to, honey. There's nothing for you here now. I'm not leaving you. Look at me. Look at me. I love you. Pure Emotionen. And this is how I want you to remember me. You promised me you'll take care of her. She'll come with us. Dad, no! Dad! Go on now. And don't you lose hope. Live your life. I love you. Dat Bart. Bartfratze. Bisschen so wie Zero. Nur weniger Pedo. Ein bisschen so wie Zero, nur weniger Pedo? Ja. Guck mal, der gegeben. Oh, die ist ein Lager. Oh, fuck. Die ist ein Lager, ja. Ja gut, muss ich aber momentan nichts reinlegen. Aber es ist ganz praktisch. Haben wir die jetzt immer mit dabei, oder? Die ist ein gutes, altes Lager. Doch, hier oben? Nix. Ja gut, dann müssen wir jetzt, was müssen wir machen? Irgendwem quatschen, oder ich was? Ich will erstmal mein Zeug reparieren hier. Zeug reparieren? Ah ja, da ist eine Workbank. Das ist natürlich super. Eine Workbank, Workbank. Den nehme ich mit, den kann ich verkaufen. So, und dann müssen wir hier zu ihr hin, wa? Denke ich, wir müssen zumindest in den roten Kreis da reinstellen. Ja. Komm her! Und jetzt? Jetzt müssen wir mit ihr quatschen. Ja, wir können loslegen. Oh. Oh, hast du jetzt gemacht? Ich bin gegen mein Mikrofon gekommen. Oh. Okay. Verlass den Urlaubsort und nach, um Medikamente und Waffen zu finden. Du brauchst mehr. Was brauchen wir? Fährt sie jetzt, oder was? Oh, sie fährt. Wir sollen uns einfach nur reinsetzen. Nee, Quatsch, nee, sie fährt gar nicht. Sie hat nur meinen Beifahrersitz besetzt, die olle, dumme Kuh. Gut, dann fahr ich. Ja. Obwohl, warte, lass mich noch mal einmal aussteigen. Ich sehe gerade, ich könnte einen Energy Drink verbrauchen. Hier steht doch bestimmt noch einer rum. Ja, bestimmt. Ach, hier hinten. Ich habe gerade auch hingetrunken. Mensch, ist ja blöd, dass ich mein Mikrofon gerade gelöst habe. Dieser Ständer ist echt für den Arsch. Ja, dann schieb ihn hier rein. Fuck, da ist noch die Gasflasche. Passiert was, wenn ich darüber fahre? Ich nehme sie eben weg, warte. Okay. Ich habe gedacht, wir brauchen die eventuell. So, okay. Zack. Gut, geht los. I'm on the road again. Alter Yachthafen. Na dann mal los. Da wollen wir hinfahren jetzt, oder was? Nee, da waren wir gerade. Ich bin mal gespannt, ob das Ding hier mehr Schaden macht. Da ist gleich ein Zombie. Ja. Ja, sieht so aus. Hat jetzt ungefähr 1400 Schadenspunkte. Fährt sich das Ding auch jetzt anders? Nee, ne? Nee, eigentlich nicht. Doch, die Autos fahren sich sowieso nicht wirklich anders, ne? Egal welches. Also ich finde, der hier fährt sich schon anders als,
Die kleinen. Ups. Das Auto fahren. Ja, ja. Aber immerhin noch besser als ich. Zack, alles gewollt. Denke ich. Oh, erzähl doch mal einen Schwung aus dem Leben, wenn wir hier so Auto fahren. Ich hab einen Penis, du bist falsch gefahren, du bist in ein Dead End gefahren. Ja, das weiß ich auch, deswegen bin ich gerade gewendet. Deswegen habe ich gerade gewendet. Ich gucke eure Ärsche an, während du fährst. Schön. Ich muss sagen, deiner ist wesentlich besser als der von der alten Mechanikerbraut hier. Echt? Oh, jetzt, da ist irgendwie einer mit Ausrufezeichen. Lass mal aussteigen. Wir sind gerade aber in Mission unterwegs. Lass trotzdem mal gucken. Okay. Aber nur, weil du es bist. Da drinnen muss einer sein mit Mission. Hier waren wir doch schon mal drin. Ja, meine ich gerade auch. Der braucht Benzin. Ach, das hatten wir doch schon. Das ist nur eine fortlaufende Quest. Neue Quest, Energiekrise. Das ist immer. Das heißt, wir sollen den Kanister mit Benzin immer bringen, oder was? Hier ist Dietrich Stufe 2 benötigt links. Kannst du ja mal gucken. Ich guck mal eben, ob das wirklich so eine Quest ist. Nee, das ist eine normale Nebenquest. Suche zwei Benzinkanister an der Tankstelle und bringe sie zu Harlan. Okay. Können wir jetzt aber nicht annehmen, oder? Haben wir ja schon angenommen, aber wir... Ja, aber können wir sie nicht einfach machen gehen, ohne sie anzunehmen auch? Also ohne sie zu markieren? Aber scheiße, wie sollen wir mit dem Wagen können wir eh keine Benzinkanister mitnehmen. Nee. Ja, dann müssen wir erstmal gehen jetzt hier, vielleicht... Erstmal müssen wir den Wagen zurückbringen. Vielleicht können wir später das noch machen und wenn nicht, dann nicht. Whatever. Ob wir nur noch einmal zur Tankstelle fahren oder nicht. Richtig. Na, wir müssen ja nochmal tanken dann, die Kanister. Die sind ja nicht so an sich voll, die müssen ja erst voll gemacht werden. Wir hatten da so gegähnt. Oh, Zombie? Achso, es war nur ein Zombie-Gehen. Matsch. Ah, ich wurde vom Bus gerammt. Ah, selber schuld, steh nicht im Weg, Truse. Warte mal, hier so. Unten links war doch irgendwo die Tanke, oder nicht? Terrence. Da, stimmt, hier. Können wir nicht das Auto hier stehen lassen und ein anderes nehmen und dann kurz hochfahren? Kannst probieren. Lass halt mal aussteigen. Ich hab den Dicken gerade ordentlich gerammt, oder? Das hast du in der Tat, ja. Jetzt habe ich einen Benzinkanister zum Beispiel schon mal gefunden. Junge, sind hier viele Zombies, ey. Das war ein Dicker. Hier ist alles voll mit den verdammten Kack-Zombies. Alter, ich bin tot. Deswegen bin ich raus. Und warum habe ich so viel Leben gerade? Hier ist sogar so ein Dicker, der explodieren kann. Junge, geht von dem Auto weg. Alter. Was geht hier? Wo ist ein Dicker? Ich hab die gerade alle verbrannt. Ach, guck mal, hier ist ein Benzinkanister. Echt, den hab ich rausgeschmissen. Kann ich den hier irgendwie aufs Auto packen? Vielleicht können wir den irgendwie... Nee, leider nicht. Boah, bitte. Müssen wir ein anderes Auto nehmen. Bitte lass den Energy Drink stehen. Bist du halb tot, oder was? Nee, aber ich hätte trotzdem gerne einen. Einfach aus Sicherheit. Hier ist auch noch ein Benzinkanister. Oh, wir müssen zum Fahrzeug zurückgehen. Oh, verdammt, das ist die Quest verloren, oder was? Ja. Das heißt, wir müssen sie mal anders machen, die Quest jetzt hier. Na gut, dann fahren wir mal. Dann müssen wir die leider echt mal anders machen. Wenn wir voraussetzen, bekommen jetzt nochmal hierher zurück. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich meine, es ist jetzt 100 Meter weg. Ja, aber schauen. Und wenn, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir die Quest nicht haben.